Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen... Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Squad Builder Showdown und dafür bin ich natürlich heute wieder nicht alleine. Wir haben einen neuen Gast am Start, der bis jetzt noch bei keinem Squad Builder Showdown dabei sein wird, aber heute das erste Mal, Steini! Hello again, meine Freunde. Ja, dickes Dankeschön, dass ich hier zum ersten Mal dabei sein darf bei so einem Showdown, bei dem Original, ja, mehr oder weniger. Ja, ich bin gespannt. Gerne. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was mich hier heute erwarten wird. Für mich komplettes Neuland. Das Internet ist für uns alle Neuland. Aber es wird auf jeden Fall fett. Wir haben auch beim guten Steini, beim Keller, eine Folge gedreht. Also da auf jeden Fall auch mal abchecken. Link dazu ist in der Beschreibung. Der erste Link heute. Abchecken und ein Abo dalassen, Freunde. Checkt die Folge auf jeden Fall aus. Und ich würde sagen, wir müssen gar nicht groß rumpalabern. Wir starten direkt rein, oder? Würde ich sagen. Ja, wir haben nämlich heute den 90er Second in Form De Bruyne am Start. Sehr, sehr geiler Spieler, muss man sagen. Ja. Und dann bilden wir da jetzt mal unsere Teams rum. Wir fangen natürlich wie immer an mit der Formation. Ihr kennt es aus Squadbuilder Showdown. Ja, würde ich sagen, beraten wir uns kurz, beziehungsweise gehen nochmal in unseren Kopf rein, in unsere Gedanken. Und dann wird Formation ausgewählt. Und dann gucken wir mal, ob wir beide unsere Favorite-Formation spielen dürfen. Sonst wird da ein kritischer Hase hier. Ich würde sagen, ich halte zuerst rein. Okay, also muss ich die Formation... Darfst du schon mal deine Formation auswählen? Ja, cremige Geschichte, würde ich sagen. Ja, bin ich mal gespannt. Dann hau mal raus. Also ich spiele mit 4-3-2-1. Ich habe 4-5-1 aufgeschrieben. Fuck it, ey. Ich dachte, du machst da vielleicht was wegen Zentrum und Belgien, irgendwie mit Mertens. Mache ich alles. Voll Belgien-Team wird das. Okay. Bin echt beruhigt, dass ich mit der auch schon spielen kann. Ja. Ich habe meine Formation schon ausgewählt. Ja? Ja. Halte ich's mal rein hier. Ich sage 4-3-1-2. Oh mein Gott! Ernsthaft? 4-1-2-1-2 eng. Also das gleiche System in grün. Holy shit! Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, also wir machen das jetzt so, dass der Keller meine beiden Stürmer erraten wird oder es versuchen wird und ich seine drei Stürmer erraten wird. Da müssen wir jetzt hier ein bisschen umswitchen, weil wir halt komplett andere Formationen haben. Und ich würde sagen, dann halt mal rein, was du denkst, was ich hab und ich pack dann da mal meine Spieler hin. Ich weiß es nicht. Das Problem ist halt, dass du in Münzen schwimmst. Allerdings habe ich gerade deinen Stream gesehen und da hast du alles verkauft. Jetzt bin ich total verwirrt, aber ich hoffe, ich treffe einen. Okay. Also ich sag dir schon mal so, ich habe einen sehr asozialen Sturm. Ich wusste es fast. Mann! Ich habe im Sturm Wadi und Musa. Ohne Witz! Ohne Witz, ich wollte Musa nehmen. Ohne Witz! Mann! Wird das aufgeschrieben? Remy und Jesus. Mann! Ah, nice, ey. Wadi und Musa. Schönes Lester, du da vorne. Richtig asozial. Ey, mit Musa hätte ich rechnen müssen. Mann, ey. Boah, bin ich dämlich. Richtig. Ja, dann halt ich mal rein, was ich denke, was du hast, ey. Also, LS. Da bist du krass, wenn du den errätst. Da spiele ich mit Costa von Bayern. Oh, okay. In der Sturmspitze spiele ich mit Gray. Inform. Nein. Ja. Und RS, der tut richtig weh für mich. Spiele ich mit Sterling. Ist Dings, ne? Player of the Month. Player of the Month, genau. Ah, fuck. Du hattest mir heute Morgen noch geschrieben, wie krass du Dybala feierst. Deshalb habe ich Miralas, Quadrado, Dybala aufgeschrieben. Ich dachte, du willst da eher was mit Dybala machen. Es wäre eigentlich so offensichtlich. Weil mit Nainggolan, das würde so perfekt passen, da an De Bruyne ranzugehen. Ja, aber Nainggolan passt da immer noch rein, ne? So, Freunde, dann kommen wir jetzt zum Mittelfeld von uns beiden. Als erstes darf der gute Steini dann meine drei Mittelfeldspieler erraten. Ich würde sagen, ich stelle sie dann mal kurz rein. Ich bin echt gespannt, ob du da einen von hast. Ich gehe einfach nur jetzt, dass ich irgendeinen treffe. Alle drei mit Sicherheit nicht, aber ich hoffe, dass ich einen treffe. Oh shit, Mann. Scheiß Beleuchtung. Okay, einer fehlt noch.
Okay, dann hau raus. Ja, sag du mal. Ich halte in der Kamera hier. Ach so, ja, stimmt. Ja, gut. Also, im linken ZM habe ich Fellaini. Ja, den hast du, du Wichser. ZDM habe ich Den Donker. Und rechts Tiedemanns. Ja, ich habe Gündogan, Can und Dele Alli. Ja! Bam, Junge! Ich habe mit allem gerechnet. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit Den Donker und Tielemans. Ach, geil! Da gehst geil, du echt geil, in die belgische geil. Liga, Alter. Mann, Fellaini war zu offensichtlich. Eigentlich. Ja, eigentlich schon. Boah, ey. Könnte ich doch schon wieder hier auf den Stuhl ein Ei legen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich halt rein, was ich denke, was du hast. Alles klar. De Bruyne weißt du ja, ist rechts, ne? Ja. Den hast du schon mal nicht aufgeschrieben, ne? In der Mitte habe ich Fernandinho. Und links habe ich Kimmich, diese Frozen. Lass mich raten, du hast Vidal oder Sanchez? Ich habe Sanchez und Thiago. Ich wollte erst Fernandinho sagen, aber ich dachte mir, ey, das ist doch scheißegal. Weil du brauchst ihn ja eigentlich nicht. Weil du kriegst ja auch De Bruyne so irgendwie auf volle Chemistry und Sterling hat ja auch schon einen grünen Link. Fuck! Boah, ich hasse dich gerade wirklich aus tiefstem Herzen, ne? Das ist mir gar nicht aufgefallen, dieser scheiß Perfect Link. Jetzt kann jede Liga hinten passieren. Ist komplett ja. Tütensuppe, was ich jetzt hier aufschreibe. So, ready, ich hab's. Okay. Die werden treffen. Dann würde ich sagen, halt mal rein. Und ich füge dich wieder dann mal ein. Ist ja komplett... Scheißegal, was ich hier reinschreibe. Kann jede Liga kommen, kann jeder Spieler kommen. Aber Innenverteidiger wird dann interessant. Das stimmt. So, ich habe als Rechtsverteidiger Ricardo Pereira von Nizza. What? Und als Linksverteidiger Gael Glischi. Du Scheibenkleid. Ja, hab ich beide. Ja, klar. Ich dachte, du gehst italienische Liga. Ich habe Alessandro und Florenzini. Nice. Florenzi. Ja. Nice. Toll. Hört man gerne. Dann darfst du mal gerne deine Spieler einfügen. Ich halt schon mal hoch. Ja, jetzt ganz, ganz entspannt an die Sache hier ran. Ja. Ach, was macht der denn hier? Ich bin einfach nur in der Aufstellung drin. Formation. Oh. Linksverteidiger gehe ich mit Schmelzer von Dortmund. Es ist mir viel zu ruhig bei dir da. Rechtsverteidiger gehe ich mit Perez von AS Rom. Nein! Ich hab Florenzi! Nein! Jedes Mal! Nein! Wen hast du noch? Bernat von Bayern. Den wollte ich erst einstellen. Fuck! Kommen wir zu den letzten drei Spielern bei jedem. Das heißt, zu den beiden Innenverteidigern und zum Keeper. Du darfst gerne dein Schildchen oder dein Blättchen oder was auch immer rein zeigen. Ich pack mal meine Spieler rein. So. Pack sie rein. Ich muss hier mal die Kamera finden hier. Ich pack sie rein. Also ich bin echt gespannt, ob du die hast, aber... Weiß, irgendwas muss ich ja treffen. Es kann doch nicht im Perfect Dings hier durchlaufen. Gab's das schon mal? Ich glaube, Benji hatte das einmal gegen mich. Benji hatte das einmal gegen mich. So, meine Spieler stehen. Ja. Ich habe in der rechten Innenverteidigung bei See. Das ist mir viel zu ruhig. Linke Innenverteidigung, Kurt Zuma. Und im Tor Butelle. Komm schon, bitte. Seit wann hat Kurzawa einen IV? Ja, Kurzawa, Kurt Zuma. Ach, Kurt Zuma. Den habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Ich dachte, du gehst komplett Frankreich. Ich habe Loic Perrin, Dante und Rouffier aufgeschrieben. Ja! Boom! Komplettes Team einfach. Auch. Ich würde sagen, was mir noch mehr freut, ist, wenn ich hier jetzt
hier einen schönen einen Wegsniper da. Ja, das wird jetzt passieren, mit Sicherheit. Das glaube ich irgendwie. Ready? Auch. Ja. Alles klar. Oder eine 3? Du Dreckigen, ja, ich glaube auch. Dann linker IV, linker IV, Naldo. Das ist mir viel zu ruhig da, das den hast du hundertprozentig. Rechter IV, Miranda. Und in der Kiste stelle ich Neto von Juventus Turin. Oh mein Gott, wir haben beide unser komplettes Team. Laber doch nicht! Doch, ich habe Manolas, Rüdiger und Handanovic, ich Idiot. Ich wusste, dass um alles rumgeht. Ich hab nicht damit gerechnet. Ich dachte Miranda wieder. Ja, das könnte kritisch sein wegen Perez. Ja, krass. Krasse Kacke. Spielen wir beide mit einem fucking kompletten Team, ey. Aber jetzt wusste ich beim Abstoßen. Ob das jetzt gut für mich ist, weiß ich nicht. Okay, oh, wir gehen rein ins Spiel. Beide mit einem ganz normalen Team. Das ist das Krasse daran irgendwie. Das hatte ich noch nie. Der läuft auch nicht. Das ist so richtig, Alter. Ultra schwer. Den Tiedemann. Hab ich doch eigentlich. Der kann doch gar nicht hinterher hier. Oh. Was ist das? Boah. Mach genau den Schritt raus. Was? Was? Oh. Oh. Ah, noch ein Stellungsfehler. Nein! Ja. Boah. Die Grätsche. Die war aber in allerletzter Sekunde, ne? Ja, was? Oh. Mein Gott. Gibt's doch nicht. Alter, mein Non-Reactiver. Mit dem Kopf! Der hätte mit dem Kopf! Mann, ey! Och, ich sehe gar nichts vom Spiel. Gar nichts! Ja! Mann! Warum dauert das so lange mit dem Schießen? Das gibt's doch nicht! Jetzt fange ich jetzt ein. Das wäre so jetzt. FIFA. Das wäre einfach so FIFA. Wo ist der Ball? Da! 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 Ich sag's noch! Ich sag es noch! Oh, wie dreckig! Oh mein Gott, wie dreckig! Ey, unglaublich! Das ist stark. Das ist stark. Das ist richtig geil! Jawoll, Alter! Schön noch ein Ding da reinballern, ey! Zwei Chancen, zwei Tore. My man, Thielemanns! Steini, warum sagst du nichts? Alles gut? Bist du noch da? Das gibt's doch gar nicht. Das kann nicht. Das ist nicht normal. Irgendwie noch mit so Psychospielchen. Das ist doch viel zu einfach, Jungs. Habt ihr gekifft hier oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Drei Chancen, drei Tore. Die sind alle dauervoll da bei mir. Das. Ach ja, das ist geil. Vor allem so simpel. Ah! Ja, danke, hol den Ball! Hol den Ball hier! Er nimmt den Ball nicht. Ey, was war das denn? Guck dir das mal! Lass mal bitte laufen! Yeah. Was? Mann, viel zu spät! Ich komme ja trotzdem nicht am Ball! Die haben ja, die ist gut! Jetzt! Hier kannst du mir noch Öl bohren! Hier oben! Was? Musa! Oh mein Gott! Mein Gott, das war einer der geilsten Tore, die ich bis jetzt dieses Jahr erzielt habe. Mit Musa! Guck mal, wie passiv meine Leute sind. Mach ihn. Ja! Wenn der jetzt hier schon trifft, ne? Wenn der Typ jetzt hier schon trifft, also ich glaube an gar nichts mehr. Ich glaube echt an gar nichts mehr. Guck dir das an! Der steht neben dem, dieser Mensch! Der steht einfach neben dem! Da ist er! Fehler in den Doppelpack! Steini, ich hör nix! Die erste Halbzeit, hier darf überhaupt nichts anbrennen! Hier darf nichts anbrennen! Warum passt dieser Mensch nicht? Leck mich doch am Zückerli hier! Musa.
Ach, hör doch auf, Alter! Ernsthaft? 7 Schüsse! 7 Schüsse, 7 Tore! Was? Du hast mehr Schüsse als ich. Okay, Alter, 6 Spieler. Ich hab einfach... Ey, das ist eine Trefferrate, ne? Ich kann jetzt nicht ausrechnen. Aber 6 von 11 Spielern darf ich abstoßen. Du verlierst über die Hälfte deines Teams. Entschuldigung. Finde ich gut, dass hier wenigstens einer Spaß hat, ja? Ich fang mal an. 6 Spieler darf ich insgesamt, ne? Ja! Ich glaube nämlich, ich nehme einfach mal ganz dreist, ey, dass man sowas sagen darf, die komplette Viererkette. Innenverteidiger. Die komplette Viererkette. Ja. Wen hab ich? Wen hab ich? Perez? Miranda? Nein. Naldo? Sterling, Player of the Month. Ja! Viel Spaß beim Abstoßen! Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder heulen soll, ne? Also. Hast du schon abgestoßen, Alter? Beruhig dich erstmal. Naldo, tschüss. Oh mein Gott, Jungs, der Player of the Month Card ist so hardcore selten, ne? Der wäre der darf nicht mal das 200. Spiel bei mir in meinem Team machen. 199 Spiele hat der gemacht. 102 Tore, 91 Vorlagen. Alter. Oh. Ist weg? Ja. So, 2 darf ich noch, ne? Ja. Oh, fuck. Wen hast du noch außer De Bruyne am Start, wer ein bisschen was wert ist? Geht ihn Scheißdreck an. Okay. Der zentrale ZM. Ganz in der Mitte. Ja. Fernandinho. Nein! Kommt schon, jetzt letzter De Bruyne. Ja, dann box hier richtig in den Bildschirm rein, ne? Und beißt das Mikro kaputt hier. Ich bin komplett bedient. Ey, wo könnte man den hinstellen? Wo rechnet man nicht mit De Bruyne? Ja, rechtes ZM wäre zu auffällig. Im Tor. Nee. Nein. Stürmer. Mittelstürmer? Ja. Costa. Nein! Egal, ich hab einen Player of the Month. Ich war hier gerade kurz vorm Herzinfarkt. Ja, De Bruyne ist im Tor. Nein, nicht im Ernst, ich hab's noch gesagt. Ja, da stand ich hier auch. Alter, was? Ja, da war der draußen und als es dann nicht, hab ich ihn wieder reingezogen. Alter Finne, ey. Jungs, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Squad-Builder-Showdown. Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Checkt auf jeden Fall gerne die Folge beim Keller auf dem Kanal ab. Bei ihm ist jetzt auch die Laune, glaube ich, gerade im Keller. Und ich wünsche dir schöne letzte Worte. Du darfst gerne was sagen. Ich bin durch mit der Folge. Ich bin zufrieden. Ich lehne mich jetzt zurück. Ich bin glücklich. Tschüss.